Hi Leute, ich bin Ralle und ihr seid hier in meiner Let's Play-Reihe gelandet von Endzone World Apart. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und wenn es euch gefällt, lasst mir gerne ein Like für dieses Video da. Und los geht's! Wir haben also das letzte Mal uns hier darum gekümmert, dass das Anbaufeld ins Laufen kommt, haben die Schneiderei ans Laufen gebracht und sind eigentlich soweit ganz gut dabei. Wir sind jetzt dabei, eine Bewässerungsanlage hier hinzustellen. Wir machen hier noch eine zweite, damit wir es eventuell noch schaffen, über die Dürre oder vor der Dürreperiode hier die Felder auf Dauer zu sichern. Ja, mal schauen, ob es gelingt. Ich hoffe, wäre nicht sehr schlecht, wenn wir das schaffen. Also Dürreperiode bedeutet, dass hier alles austrocknet. Der See hat kein Wasser mehr. Wir können vom See nichts mehr in die Wasserzisterne schicken. Beziehungsweise umfüllen, umlagern. Die Felder trocknen aus normalerweise. Wir können also nichts mehr ernten, beziehungsweise die Ernte vertrocknet, wenn wir es nicht rechtzeitig geerntet haben. Von daher ganz wichtig, dass wir diese Bewässerungsanlagen noch fertig bekommen. Unser großes Problem ist Plastik. Plastik haben wir jetzt hier begonnen herzustellen. Aber es ist natürlich schon zeitlich etwas knapp. Ich überlege auch gerade im Moment, ob ich vielleicht Metall umstelle, auch noch auf Plastik. Das könnte man mal angehen. Aber Metall, Metall war der hier. Dann können wir ab dem nächsten Zyklus hier auf Metall von Metall auf Plastik umstellen. Und eventuell schaffen wir dann diesen Bewässerer. Vielleicht haben wir auch noch die Chance, dass wir einen zweiten Bewässerer rechtzeitig fertig kriegen. Aber müssen wir mal schauen. Jetzt arbeiten wir erstmal am ersten. Wie ihr seht, die, was haben wir hier eigentlich angebaut? Die Paprika werden bereits geerntet. Die Tomaten werden noch angesät, angepflanzt. Ist also noch nicht so weit. Sieht man auch, wir haben einen Ertrag von 51 von 512, also ist noch lange nicht bereit zum Ernten. Und hier, wie gesagt, da wird schon geerntet. Die hinteren Pflanzen sind noch nicht fertig, die vorderen sind fertig zum Ernten. Von daher, alles in Ordnung. Mal kurz auf die Einwohner schauen. Wir haben 15 Erwachsene und 11 Kinder. Kinder sind auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite, ja, sie verbrauchen Nahrungsmittel und machen noch nicht viel. Also sie sind zum Arbeiten nicht geeignet in irgendwelchen Betrieben. Was sie allerdings machen, ist, sie versorgen ihre Familien, sprich die Häuser, mit Nahrung und Wasser. Also sie erledigen kleine Transportaufgaben. Ob sie jetzt allerdings zum Beispiel hier zum Ressourcenabbauen gehen, in diesen Aufträgen, ich glaube nicht. Also es beschränkt sich wohl wirklich nur auf Wasser- und Nahrungsmittellieferungen. Von daher, es ist gut, Kinder zu haben. Es ist allerdings noch besser, wenn diese Kinder erwachsen werden. Und gerade Erwachsene brauchen wir auf jeden Fall, um... Oh, Bewässerer, ja gut, okay, Bewässerer ist noch nicht fertig. Erwachsene brauchen wir auf jeden Fall, damit man hier Arbeitskräfte hat. Was ich auch vergessen habe, ist eine Fischerhütte zu bauen. Es ist mir das letzte Mal eingefallen, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe das letzte Mal, dass ich das Ganze nochmal ein bisschen aufschiebe bis nach der Dürre. Ich glaube, vor der Dürre macht das jetzt relativ wenig Sinn. Macht vielleicht Sinn, aber ich spaß mir jetzt einfach mal. Gerade weil wir sowieso nur einen freien Siedler haben. Nach der Dürre muss ich dann aber auf jeden Fall daran denken, dass es eins der ersten Sachen sein wird, die ich mache. So, dann noch die Bäume weg. Machen wir mal komplett anders. Arbeitsfeld ändern. Und den machen wir mal hierher. Das letzte Mal schon erwähnt, ich habe gerne freie Sicht auf meine Felder und auf alles, was ich gemacht habe. Und ich drehe zwar die Kamera, aber ich spiele also äußerst gerne in der Ansicht, wie ich die Welt ursprünglich mal vorgefunden habe. Ja, ist einfach Bequemlichkeit und Macht der Gewohnheit. So, Plastik wird also schon das erste angeliefert. Das lassen wir jetzt einfach mal so laufen. Hier wird Plastik hergestellt, ist gleich ganz fertig. Da genauso, okay.
Soweit ist alles gut. Dann kann ich euch vielleicht mal ein bisschen was erzählen zum Spiel. Also Endzone, weil der Part ist ein Aufbaustrategiespiel in einer nuklearen Katastrophenzone. Die Welt ist also vor 150 Jahren ins Unglück gestürzt worden, als Atomkraftwerke von Terroristen auf der gesamten Welt gesprengt worden sind und die Menschheit sich, ja, zumindest Überlebende haben, oder teilweise konnten sie sich in sogenannte Endzonen unter der Erde zurückziehen. Und ja, ein Teil der Menschheit hat eben dadurch überlebt. Jetzt nicht wirklich viel, das ist eine Handvoll. Und jetzt, 150 Jahre danach, hat sich die Menschheit entschlossen, komm, Leute, das langt. Wir machen uns wieder an die Oberfläche, wir bauen was auf. Unter der Erde wird kein Mensch glücklich. Wir bauen uns wieder was Neues auf. Das kriegen wir schon alles auf die Reihe. Und genau da kommt ihr ins Spiel. Ihr habt also die Aufgabe, diese Siedlung zu planen, zu. Ja, ihr seid der Chef der Siedlung. Ihr habt also fürs Wohl der Siedler zu sorgen, dass es ihnen gut geht, dass. Ja, Alterssterben werdet ihr nicht verhindern können, aber zumindest, dass die Leute so lange überleben, bis sie eines natürlichen Todes sterben. Und damit meine ich jetzt nicht verhungert, verdurstet, sondern einfach an Altersschwäche sterben. Das Spiel ist derzeit noch im Early Access Status. Das Ganze seit April 2020. Wird monatlich erweitert um Features, so wie Expeditionen und so weiter, andere neue Gebäude. Ja, es wird auch noch ein bisschen so weitergehen. Im Lauf dieses Jahres soll aber der offizielle Release dann stattfinden. Ihr könnt es euch aber jederzeit auch schon auf Steam zum Beispiel im Early Access Modus holen. Okay, das war's jetzt mal zum Hintergrund von dem Spiel. Klingt für mich echt super interessant, ist natürlich jetzt nicht vom Umfang, von der Tiefe mit den Klassikern Anno, Siedler und so weiter zu vergleichen. Aber wer weiß, es ist noch eine Zeit bis hin, vielleicht. Also es gibt auch zum Beispiel keine Kampagne in dem Spiel. Vielleicht wird die ja noch eingefügt. Würde mich freuen. Im Moment ist es so eine Art Sandbox-Modus und es gibt auch Szenarien. Da bekommt ihr spezielle Aufgaben. Ja, überlebe 20 Seasons oder. Keine Ahnung, also jetzt nur als Beispiel. Es ist nicht wirklich eine von diesen Szenarien. Ich kann gerne mal in einem speziellen Video über die Szenarien reden. Ich habe noch keins gespielt, aber zumindest kann ich euch dann mal vorstellen, was es so alles gibt an Szenarien. Es sind, glaube ich, 10 Stück aktuell. Wird bestimmt auch noch was dazu kommen. Aber wie gesagt, eine Kampagne vermisse ich derzeit. Würde mich echt freuen, wenn die bis zum Release noch mit eingebaut wird. So, Plastik. 20 von 30. Das heißt, es schaut gar nicht mal so schlecht aus, dass wir das vor der Dürreperiode noch hinbekommen. Dann müssen wir aber auch noch einen Bewässerer einstellen. Das sollte jetzt nicht das große Problem sein. Nahrungsmittel schaut auch ganz gut aus. Ja, doch. Soweit kommen wir damit ganz gut klar. Es ist auch schon wieder ein Siedler unterwegs. Aber ich komme nicht hin an den Siedler. So, was bringt er Schönes? Er bringt 2 Plastik, ne? Immerhin. Und wie viel brauche ich? Ich brauche, wenn er da ist, noch 8 Plastik. Und dann können wir loslegen. Da kommt der nächste. Was hast du Schönes dabei? Du hast 6 Plastik. Okay, also 2 Plastik noch. Und dann geht's los. Dann machen wir das mal. Dann machen wir es mal so. Wir sagen dem als nächstes bauen. Und legen trotzdem schon mal die nächste Bewässerungsanlage an. Mit der ersten haben wir das erste Feld, das linke, das Paprikafeld, so gut wie abgedeckt. Schauen wir das mal mit der zweiten Anlage. Vielleicht, ja doch, wenn wir es so machen, haben wir wahrscheinlich das meiste noch hier abgedeckt von dem Tomatenfeld. Ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Ja, das machen wir mal so. Da bauen wir noch kurz eine Straße hin. Oder lassen eine hinbauen. So. Okay. Wie schaut's hier aus? Der ist unterwegs. Jetzt haben wir also den Bauauftrag hier am Laufen. Beziehungsweise da wird noch Plastik geliefert. Danach fangen meine Bauarbeiter an, das Ding hochzuziehen. In der Zeit kann diese Bewässerungsanlage allerdings auch schon wieder beliefert werden. Mit Holz, Schrott, Plastik.
nachdem wir der ersten gesagt haben, als nächstes bauen, wird die auf jeden Fall als erstes gebaut und erst danach, auch wenn die Ware jetzt schon komplett da ist, also das Baumaterial, wird diese Bewässerungsanlage hochgezogen. Das ist ganz gut zur Planung. Ich sage, ich will auf jeden Fall schauen, dass ich die eine fertig habe. Wenn ich die zweite noch fertig bekomme, wäre super. Aber wichtig ist auf jeden Fall mal die erste. Ja. Es gibt eigentlich im Moment nichts zu tun. Also besser gesagt, ich will jetzt auch mal nicht groß noch irgendwas machen, bevor die Dürre wieder vorbei ist. Wir sehen also, das Feld hier ist abgeerntet. Oder so gut wie abgeerntet. Die Weg finden sich gerade noch zum Abernten. Und wenn es dann fertig ist, dann werden sie wohl gleich wieder anbauen. Ja, genau. Ja, wohl. Bauen sie gleich wieder an, ne? Schaut nicht so aus. Was auch immer sie gerade machen. Wie schaut es hier aus? Da passiert wohl erstmal gerade überhaupt nichts. Warum auch immer, wo sie auch immer sind, ich weiß es nicht. Aber gut, das ist so. Also, jetzt haben wir nochmal eine Regensaison vor uns. Ja, wechselt gerade auf Saison 7. Und danach eine Dürre und dann gleich danach wieder Regen. Also ich sehe jetzt da kein großes Problem mit dem Aufbau. So wie wir bisher haben, dass wir echt gut durchkommen. Nach der Dürre haben wir sicherlich noch 5 neue Erwachsene. Muss ich auch mal schauen, wie lange diese Erwachsenen genau dauern, bis sie vom Kind zum Erwachsenen werden. Dass man da vielleicht auch ein bisschen besser planen kann. Ist es jetzt eine Season? Ist es zwei Season? Oder eine halbe Season? Wie lange auch immer. Also wenn ich jetzt wüsste, es dauert insgesamt eine Season, um erwachsen zu werden, dann könnte man sagen, hey komm, gleich demnächst haben wir hier wieder 5 Erwachsene. Aber gut. Wie gesagt, ich schaue es mir nochmal genauer an, werde euch vielleicht schon im nächsten Video Bescheid geben. Und dann, jetzt hätte ich fast meinen Einsatz verpasst, Bewässerungsanlage ist fertig. Dann machen wir da gleich mal einen Facharbeiter rein. Der ist auch hier und kann dann auch gleich loslegen. Es dauert jetzt noch ein bisschen, bis sich einer entscheidet. Wer wird es denn sein? Der Kilian? Was macht der im Moment? Lagert Ressourcen um als Baumeister und gleich danach wird er Bewässerer. Okay. Soll das heißen, er gibt seinen Beruf als Baumeister auf? Nee. Ist jetzt auch ungünstig. Vielleicht sollte ich um das Feld auch noch einen Weg bauen. Ich weiß jetzt nicht, wo der das Wasser holt. Holt er es aus der Zisterne oder holt das? Na Knarre. Die sind ja vom Holzsteg, wird das Wasser zur Zisterne geliefert. Dann müsste er ja von der Zisterne das Wasser in die Bewässerungsanlage holen. Ich glaube, das schauen wir uns mal von der Wegfindung her an. Und dann entscheiden wir uns, bauen wir noch einen Weg hier zum Holzsteg. Oder wie machen wir das? Der läuft da ganz komischen Weg. Sollte ich hier vielleicht noch einen Weg durchführen? Wenn das passt. Geht da einer durch? Ja. Komm mal. Naja, Blödsinn, wenn er ständig hier über die Felder läuft. Auf dem Weg ist er also auf jeden Fall schneller. Und Geschwindigkeit ist in dem Spiel natürlich auch was, zumindest bei den Siedlern. Ich selber lasse mir natürlich gerne Zeit. Ich möchte das Spiel einfach genießen, ich lasse mich da auch nicht stressen. Ich bin jetzt keiner, der das Spiel gleich nach 2 Tagen durchgespielt haben muss. So, automatisches Speichern. Habe ich auf 15 Minuten eingestellt. Kann man variieren zwischen 15 Minuten und 90 Minuten. Aber automatisches Speichern. Na, oder ganz ausschalten kann man es auch mal. Ja. Also zwischen 15 und 90 Minuten im Viertelstundenmodus. Oder Viertelstundenrhythmus kann man es einstellen. Und man kann es auch komplett ausschalten. So.
Oh, die Bewässerungsanlage ist fertig. Da können wir uns mal anschauen, wie es ausschaut. Vom Wasser her, ne? Schaut doch ganz gut aus. Wir sehen also, das Feld ist auf jeden Fall feucht im Moment. Wir müssen mal schauen, wie weit es von hier nach da ist. Können wir mal merken? Ja, das schauen wir gleich mal. Bis wo geht es? Es geht irgendwie bis... bis zum Anfang von diesem, von dieser Metallplatte hier. Schauen wir mal, wie viel es ist, dass ich vielleicht zukünftig das Ding genau in die Mitte von Feldern spielen kann. So vier Felder außenrum. Die sind halt dann nicht 16x16, sondern vielleicht ein bisschen kleiner. Haben aber dadurch, dass ich nur eine Bewässerungsanlage brauche, eine höhere Effizienz, finde ich. Zumindest brauche ich weniger Bewässerer. Also sprich Arbeitskräfte. Ja, schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es sind sogar genau 16 Felder, von daher optimal eigentlich. Wenn ich das Ding irgendwo in die Mitte stelle, kann ich die Felder so außenrum postieren, dass alles irgendwie abgedeckt wird. Ja gut, lässt sich in der Theorie gut sagen. Ich glaube, rein praktisch gesehen wird es ein wenig ein Problem werden, weil die ja doch nicht oval oder rund oder wie auch immer sind, sondern halt genau viereckig. Also wenn ich es da platziere, dann komme ich zwar bis hierher, habe aber hier das halbe Feld nicht. Muss ich mir auch mal anschauen, wie da die genaue Aufteilung ist. Vielleicht kriege ich es irgendwie hin, dass ich mit zwei Bewässerern vier oder fünf Felder abdecke. Mal schauen. Oh. Der zweite Bewässerer ist noch nicht so weit. Hier ist nass. Hier oben ist auch nass. Ja, das schaut auch ganz gut aus. Schau ich mit der Zisterne, die ist also ziemlich voll. Schaut's aus, sollte ich noch eine weitere Zisterne bauen? Komme ich damit hin, wenn ich eine Zisterne von einer Arbeitskraft füllen lasse, dafür aber zwei Zisternen habe? Okay, das werde ich mir auch mal anschauen, beziehungsweise das nächste Mal testen nach der Dürreperiode. Oder gegen Ende der Dürreperiode könnte ich ja schon mal anfangen, die Zisterne aufzubauen, dass man dann gleich loslegen kann. Hier fehlt mir die Arbeitskraft, oder wie? Nee, da fehlt mir Plastik. Plastik habe ich zwei auf Lager. Vier auf Lager, davon sind zwei reserviert. Und ist auch schon alles da, okay. Was rede ich groß? Ich schaff's also noch vor der Dürre. Das Einzige, was ich habe, mir fehlt mir Arbeitskraft. Und nachdem ich jetzt nicht vorhabe, vorher noch groß zu bauen, könnte ich eigentlich einen Baumeister abziehen und den als Bewässerer einsetzen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Also es kommt jetzt überraschend noch ein Erwachsener dazu, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ja, der Bein ist noch nicht ganz durch. Okay, also ziehen wir mal einen ab und machen noch einen, wie soll ich sagen, Bewässerer dazu. Von hier, ups. Sind wir daheim, da sind wir daheim. Hasen hoppeln hier übers Fels. Sehr süß. Eine Häsin und ein Rammler. Jawohl. So muss es sein. Ein Rammler, drei Häsinnen. So wie das hier aus, da ist gerade kein Arbeiter. Dann kann man so machen. Also freie Siedler kümmern sich dann um diese Arbeitsaufträge. Wenn wir so einen zweiten hin machen, dann haben wir natürlich zwei freie Siedler und zwei, die sich darum kümmern. Können wir mal, ob wir das sehen? Ja, genau. Die An Julie und
Der Liam, Liam. Okay. Wir haben also in dieser Folge jetzt die zwei Bewässerungsanlagen fertig bekommen. Die Dürre steht vor der Tür. Ich würde sagen, das war's dann für die Folge. Und ja, gerne nochmal die Erinnerung, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da oder dem Video oder wie auch immer. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, dann aber die Glocke bitte nicht verpassen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keins meiner weiteren Videos und werdet immer benachrichtigt. Und ja, dann sage ich, wir sehen uns im nächsten Video und bis bald. Tschüss.